Hi Leute, weiter geht's mit Letzte Retour Pokémon, die goldene Edition. Wir sind hier in den Turmruinen. Und jetzt müssen wir erstmal kurz. Wohin? Wir müssen nämlich nachsehen, dann können wir auch kurz unsere Pokémon heilen. Welches Geschlecht Magma hat? Denn wir müssen ja dann ein Magma vom anderen Geschlecht fangen. So, mitnehmen. Magma, männlich. Wir brauchen also ein weibliches Magma. Fangen wir uns eines. Alle 10 Pokémon theoretisch, Leute. Beim letzten Mal hatten wir schon 5 besiegt. Halt Pokécom. Radio. Ein Smogon. Level 14 weiblich. Los, du Flor. Lockduft. Stachelspore. Und Absorber. Bin gerade am überlegen, Leute, wegen der Entwicklung von Duflor, ob ich es so machen soll wie in der ersten Generation. Da habe ich es ja so gemacht, ich habe mir nicht die Attacken ausgesucht, die ich in dem Moment wollte, sondern ich habe die Pokémon behalten, solange bis sie die letzte Attacke lernen konnten. Und habe mich bei jeder Attacke dann entschieden, möchte ich sie haben oder möchte ich sie nicht haben. Dann würden wir Duflor allerdings bis Level 44 behalten, wo es dann eine Attacke lernen würde. Und dann vermute ich noch ein Level, also Level 45. Magma. Weiblich. Das wird gefangen. Los, Vati. Hätte ich aber ehrlich gesagt auch nichts dagegen, wenn wir jetzt Duflor länger behalten würden. Es gibt sowieso so wenig Pokémon von der zweiten Generation im Endeffekt. Ich glaube, insgesamt gibt es 100 neue Pokémon. Und die, wenn man die Entwicklungen zusammenpackt, sind es aber nur 20 bis 30. Und ich glaube, wir haben schon die Hälfte von diesen Pokémon. Machen wir noch Heuler, falls es eine normale Attacke, also eine Attacke hat, die normalen Schaden macht. Der Feuerschlag zum Beispiel könnte darunter fallen. Das tat weh. Donnerschock! So, ich würde jetzt einen Pokéball werfen, Leute. Schade.
Dann ein Superball. Ein Superball sollte reichen. Wow. Okay, das war einfach nur Pech, Leute. Beim Pokéball hat er einmal gewackelt. Das heißt, es war gerade eben nur Pech. Okay, ich muss ihm einfach noch mehr Schaden zufügen. Dann wechseln wir jetzt auf Vati. Vati hatte jetzt lange genug Glück. Nicht auf Vati, auf Tanzer mit Turbodreher. Das könnte jetzt ein bisschen problematisch werden, aber mal sehen. Uff. Pokéball, los! Wir haben Magma gefangen, Leute. Damit haben wir ein männliches und ein weibliches Magma. Und können gehen. So, worüber habe ich vorhin eigentlich geredet, als das Magma auftauchte? Das hat mich komplett rausgebracht. Ach genau, die Entwicklung von Duflor. Genau. Und ja, ich denke, wir können es uns leisten, Duflor einfach mal länger mit dem Team zu haben. Da es sich früher oder später sowieso darauf hinauslaufen wird, Leute, glaube ich, dass wir einfach alle Pokémon voll entwickelt haben und die Pokémon dann leveln, bis sie alle ihre Attacken gelernt haben. Dann können wir das bei Duflor auch gleich machen. Hätte ich jetzt nichts dagegen. In dem Fall würde ich den Sonnenstein erstmal wieder ablegen. Ach, ich habe ja noch den Nugget. Muss ich noch verkaufen. So, Sonnenstein wird aber einsortiert. Hierher. Das Dacke wird verkauft. Korrekt wäre eigentlich der Nugget. Der Nugget kommt, glaube ich, aus dem Englischen, wenn ich mich recht entsinne, und bedeutet übersetzt einfach Klumpen. Der Klumpen. Also der Nugget. Und dann ist es natürlich die Nuggets hier im Pokémon, das sind Gold Nuggets, also Goldklumpen. So, was machen wir jetzt? Ich wollte den Nugget verkaufen. Es hört sich trotzdem falsch an, Leute. Ah, Mist. Verkaufen Nugget aus purem Gold. Wert hoch. Ah, ich weiß auch wieder, was ich vorhin am PC machen wollte. Eigentlich nicht nur den Sonnenstein ablegen, sondern auch nachsehen, haben wir wirklich jetzt. Nicht, dass ich das in meinem Kopf irgendwie so geflippt ist und plötzlich haben wir zwei falsche Pokémon. Weiblich und männlich. Richtig gut. Beide auch Level 16. Super. Ja, dann haben wir die Turmruine jetzt wirklich durch. Und können mit der Arena weitermachen. Tick City, Pokémon Arena. Die Trainer hier haben geheime Motive. Gewinnst du, so verraten sie dir vielleicht ein paar Geheimnisse über Tick City. Okay. Hältst du unseren Pokémon stand? Ich würde ja sagen.
Weiser Monty möchte kämpfen, besitzt 5 Pokémon und schickt Nebulak in den Kampf. Geistgift. Ich dachte erst, es geht um Psycho-Pokémon, aber offenbar nicht. Lockduft. Fluch gefällt mir nicht, Leute. Das ist wie eine Selbstverwirrung, die jede Runde Schaden macht, aber auch jede Runde einen Nicht-Schaden macht, also die Aktion nicht behindert. Wir wechseln auf Tanzer. Nein, Tanzer kann Nebulak keinen Schaden zufügen. Wir wechseln auf Hubbel. Hubbelhupf kann auch keinen Schaden zufügen. Wir wechseln auf... Ach komm, Igelava. Naja, das war jetzt einfach, Leute. Das Nebulak hat sich einfach selbst besiegt. Wechseln wir wieder zu Duflor. Lockduft. Horrorblick. Duflor kann nicht fliehen. Heißt es, ich kann Duflor auch nicht austauschen? Das wäre ein bisschen blöd. Stachelspore. Und Duflor ist jetzt beide paralysiert. Gefällt mir nicht so ganz. Machen wir ein paar... eine Antipaarbeere. Da haben wir E11. Jetzt macht es Fluch. So, kann ich jetzt auswechseln? Duflor kann nicht ausgetauscht werden. Nein, kann ich nicht. Wegen Horrorblick. Dann kann ich nichts machen außer Absorber. Groll. Von Absorber sinkt um 5. Uff, das tut weh. Nebulak wurde besiegt. Weiser Monty setzt Nebulak ein. Nein, nicht wechseln. Doch nicht. Duflor soll Erfahrungspunkte bekommen. Und jetzt wechseln wir. Jetzt geht es, denn... das Pokémon, das Horrorblick benutzt hat, ist besiegt worden. Jetzt hat Igelava Horrorblick. Was egal ist. Erstmal Rauchwolke. Um die Genauigkeit zu senken. Silberblick ist egal, denn Ruckzuckhieb kann nicht treffen. Also machen wir Glut. Fluch ist ein bisschen nervig, Leute. Wobei es hilft ja, es zieht offenbar 50% der Kraftpunkte des Pokémon ab. Noch ein Nebulak. Machen wir erstmal Lockduft. Dann Stachelspore. Von Lockduft sinken jetzt die AP um 2. So, Absorber. Horrorblick, Duflor kann nicht mehr fliehen. Da ist der Fluch. Und das ist egal, denn das Nebulak ist jetzt besiegt.
Duflo erreicht Level 23. Juhu! So, dann machen wir. Setzen wir Hubbelupf ein. Den Tanzer müssten wir sofort wechseln. Hubbelupf. Müssen wir auch wechseln, glaube ich. Naja. So, wir können Lockduft machen. Giftpuder ist egal, Synthese und Tackle auch. Machen wir auf jeden Fall mal Lockduft. Groll. So, Giftpuder hat keine Wirkung, Tackle hat keine Wirkung, Synthese auch nicht, weil wir sind voll, also müssen wir Oberlupf dann letztendlich trotzdem wechseln. Horrorblick wäre jetzt gemein gewesen. Das wäre ein Todesurteil für Hubbelupf gewesen. Fällt mir gerade so auf. Da ist der Horrorblick. Glut! Hubbelupf erreicht Level 23. Juhu! Weiser Monty wurde besiegt. Oh, gut gemacht. 512 Pokédollar erhalten und ein Teil nach Hause geschickt. Wir setzen nur Geist-Pokémon ein. Normale Attacken zeigen bei ihnen keine Wirkung. Geist-Arena, nicht Psycho-Arena. Okay. So, Duflo wird jetzt getauscht mit Tanzer. Ja Leute, und dann ist die Zeit für heute leider auch schon wieder vorbei. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao!